willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute, scheinbar, wie man schon sehen kann, an die Miss. Nicht Miss Liberty, Lady Liberty aus der Brickheads-Serie. Ja, das ist die Nummer 93 der Brickheads. Und hat die Setnummer, also die Lego-Setnummer 40367. Und ist ab 10 plus, aber das kann auch ein 4-Jähriger, 5-Jähriger, sagen wir mal, wenn er in Juniors drin ist, ohne Hülle immer aufbauen. Aber da es ja mehr um die Art von Set bei Lego geht und Teileanzahl, aber Teileanzahl ist ja hier das Entscheidende, ist, nachdem wie die gerankt im Alter werden, ja, das ist mehr für Ältere, weil es zum Hinstellen und zum Angucken ist. Aber Lego ist ja nicht für Aufwachs. Deswegen kann man 10 drauf, weil das die alten Lego-Koffer sind. Ja, Lego hat es noch nicht geschnallt. Entschuldigung für die Geräusche, ist ein bisschen chaotisch hier gerade. Ist ja auch ein anderes Set als sonst, aber das habt ihr schon mal gesehen. Ja, das Set kostet bei Lego und da es bei Lego nur exklusiv vertrieben wird, da es mal Amerika exklusiv war, aber hier ist das Produkt, was irgendwo exklusiv ist, überall erscheint, ist es nur bei Lego verfügbar. Kostet, muss ich meinen Tisch mal drauf machen, kostet 9,99 Euro für 153 Teile. Also auch von den Größen und so ist es okay, bei Lego ist das Ding 10 Euro kostet. Wenn man bedenkt, dass so ein Speed Champs hier 15 Euro kostet, sind wir okay im Preisgefühl bei Lego. Ich finde auch generell 10 Euro für das Ding ist okay. Alternative Stelle wäre es so 7, 8. Wenn es im freien Verkauf wäre, wäre es auch bei dem Preis. Aber ich bin zufrieden mit dem Preis. Hier ein Karton. Schön mit ein bisschen Himmel im Hintergrund gedruckt. Ja, Warnung, ganz große Warnung, weil Kinder ab 10 ist immer verschlucken. Ja, hier sieht man, wie aufgestellt ist. Ja, warum immer sie vor Paris ist, vor Japan, in New York. Ist ja auch. Stehen da welche? Nein, da steht keiner. Weiß doch. Hier sieht man die echte nochmal. Man sieht ja hier, alle drei Varianten von Lego stehen hier versammelt. Ja, unten nichts besonders drauf. Ja, oben nichts, das 1x1 Modell ist sehr verarscht. Aber ich weiß nicht, ob das Set für Neukunden, aber auch für Bestandskunden, würde ich mal sagen, bei Lego. Ja, so, gehen wir aus der Total ein bisschen rein. Ja, ein paar Bonusteilchen. Ich finde cool, dass hier ein Lippenstift dabei ist, der ist auch verbaut, bei Daily Liberty ist das, finde ich, ein ganz cooler Gimmick, den da reinzubauen. Anleitung, das ist wie die neue Battlepack-Anleitung, schön klein und ja. Was ich cool finde bei den Brickheads, du hast immer oben so ein 2x2 Brick mit Gehirn. Ja, Alter, heute ist gar nicht mein Redetag. In Pink drin, was du das Gehirn darstellen soll, finde ich ganz cool und ja, das ist eine schön simple Aufbauanleitung. Geht über, lass mich mal nachgucken. 52 Bausteps. Ach, und hier wird auch der andere Lippenstift verbaut. Ganz cool. Ja, ist nichts Besonderes, die Anleitung. Aber kann man gut nachbauen. So, da will ich haben. Da ist er auch. Ist schon knuddelig. Und haben jetzt bei Lego leider nicht mehr verfügbar. Aber wird ja wieder auf Lager kommen bei Lego, von daher. Die ist ja noch nicht so lange am Markt, die kommt wieder. Ja, was soll man groß dazu sagen? Hier hat ihre Krone, kann man auch bewegen, aber das ist ja mehr zu dran sitzen. Sie ist von außen überall komplett schön Sand Green, gefällt mir. Innen drin hat sie ein paar andere Farben, aber ist auch nicht so dramatisch. Ich guck mal kurz, Teil ist, ob das dramatisch ist. Nee, das ist eigentlich einfach alles Sand Green mit dem schwarzen Platte. Bisschen hellgrau drin, eine dunkle Stein, dann zwei grüne Steine und zwei rote. Ein Tan. Da ist gar nicht das Problem, weil hier kann man nicht viel drüber stecken. Weil dann taucht es immer direkt auf, weil hier sind auch schöne. Ich habe es lange nicht gebaut, ich habe es was jetzt gebaut, hier sind sogar St. Green Bricks ein paar drin. Ja, hier sieht man einen Hellgrau. So. Nur, was stört, sind alles gut, nur hier sieht man es. Warum ist dieser Stein nicht in St. Green? Ist gar nicht auf dem Markt, sie wird wahrscheinlich nicht in dem Set ihn auf den Markt bringen, aber wer bringt ihn einfach auf den Markt? Set, bringt ihn einfach. Ist doch KGA, dann sieht das dick besser aus. Man sieht es ja nicht, wenn man drauf guckt. Okay, kann man jetzt argumentieren. Man kann auch einfach die Spritzform, die Farbe reinpacken. Macht den Stein nicht teurer, finde ich. Außer der Farbton ist vielleicht ein bisschen teurer, aber diesen einen Nanocent in der Produktion kann sich Lego noch leisten, würde ich sagen. Wenn das mit 10 Euro kalkuliert ist, da ist Budget drin. Ja, hier schön die Toga angedeutet, jetzt nicht so krass wie natürlich bei der großen hier am Rand. Wird sie kennen und dann wisst ihr, wie sie gebaut ist. Aber ich wollte sie jetzt einfach hier zustellen, aber die ist viel zu groß für
viel zu kurz. Ja, schön hier ein bisschen die quasi Haare angedeutet. Was ein cooler Gimmick ist, ist die Fackel. Mann, was ist heute los? Mit den Haaren. Ich habe keine Ahnung, wo die Haare mal genutzt wurden. Aber hier sind sie Feuer. Sieht gut aus, finde ich. Ist auch genau das gleiche Teil, was bei der... Oha, jetzt rufe ich... Ich rufe einfach mal den Arm der Großen ab. Sekunde. Jetzt noch ein Fokus wäre ganz geil, danke. Ist das gleiche Teil, was auf der Großen gebaut wurde? Ja, ne? Schöne Sache. Ja, Sudden Breakhead, was soll man dazu erzählen? Schön gebaut, finde ich. Und was auch geil ist, dass die Baseplate... Kann ich überhaupt sehen? Wo leuchtet es so vernünftig an, dass man das sieht? Da! Das ist ja so ein Kopf drauf vom Brickhead, so wie die gebaut werden. Ich finde das hammergeil. Was sollen wir hier noch großartig zu sagen? Ist eine schöne Sache. Von wir, ich noch dazu sagen. Ich als Gaming-YouTuber kommt man ganz schnell zum Bier. Das ist ein gravierendes Problem. Aber ich rede ja hier nur allein. Und ja. Schreibt mal eure Meinung zu dem Set rein. Leider ist hier kein Druck irgendwie drauf, sondern fürs Buch. Das wäre noch hart geil gewesen. Hin. Aber. Ach. Hier sind zwei Drücke drin. Beim 10-Euro-Set ist für Lego schon komplette. Hui, da geht die Kalkulation ins Limit. Ja. Ja, also wenn einem das gefällt, das Ding, und kriegt es im Lego-Store dabei, nimmt man es mit. Dann kann man es mitnehmen einfach. Aber, ja. Oh man, überhaupt nicht so. Kleines Mitbringsel. Vielleicht kann man euch was anderes mitnehmen. Aber kann man sich theoretisch die mitbringen. Oder man sich Lego Skyline hinten. Oder also die New York Lego Skyline. Guck mal, die vom Markt geht. Oder wenn man denkt, ich will ein bisschen was Größeres, geht man zum World Trade Center. Nicht World Trade Center, steht hier. Hier. Man geht zum Empire State Building in Groß von Lego. Oh, das hoffentlich wird es bald auf den Kanal kommen. Ich werde es mir bald kaufen. Oder vielleicht Geschenk kriegen, sonst kaufen. Ja, oder man greift halt zur Freiheitsstatue, schöne Sache. Oder, wenn man richtig hart übertreiben will, okay, erstmal ein Typ, man kann zur Wange gehen und sich die Architektursets kaufen. Es sind ein paar schöne bei. Ich weiß aber gar nicht, ob es da... Stimmt, ja, Empire State Building gibt es, aber das von Lego finde ich besser. Von daher ist mir das gar nicht eingefallen. Oder, wenn man richtig hart übertreiben will, kann man zu Bluebix gehen und sich die Manhattan-Module zusammen kaufen. Ist ganz schön teuer, sind über 800 Euro knapp. Hat man auch ganz 20.000 Teile, also man hat da Bauspaß ohne Ende. Ich hoffe nicht, ich kaufe mir bald nochmal neue Module hiervon. Wird da hoffentlich weitergehen. Nur, ja, ich hatte gerade viele Lego-Sets im Kopf. Da mit Speedjams gefangen, alles nachgeholt, dann Star Wars-Sets gekauft. Aber nächstes Jahr wird Anfang nicht so teuer. Von daher. Hoffentlich geht es bei Manhattan-Modulen weiter. Habe ich nicht hart Bock drauf. Und ja, was sagt ihr zum Set? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch andere Sets habt, die ihr vielleicht vorgestellt haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.